Intro abwarten. Moin Leute, willkommen in Jadbos Hühnergarage. So, heute ist es soweit. Das Projekt, das hat jetzt etwas geruht, weil ich ein paar Leute organisieren wollte, die mir helfen, das Schätzchen aufs Fundament zu tragen. Ich nehme mich mal mit zum Fundament. Die Hühnerklampe, die lässt auch noch auf sich warten. Und deswegen hat das jetzt auch ein bisschen so, war die Motivation für ein, zwei Wochen, war halt ein bisschen mau, ne? Ich wollte erst ein Video über das Fundament machen, aber das war jetzt nicht wirklich notwendig. Ich habe einfach hier ein paar Steine hingepackt, zwei Bretter drauf, die ich mit Bitumen behandelt habe, und das war's dann. Ne? Da kommt das Ding halt draufgestellt. Dann wird es halt durch das Blätterdach ein wenig regengeschützt und auch ein bisschen sonnengeschützt. Und das sollte reichen. Gleich kommen hier drei starke Männer an, die helfen mir. Und der Freddy, mein Wächter, macht dann hier Kamerakind. Und dann, das mit dem Licht hier, ne? So, besser. Und dann schaffen wir das Ding schon mal darüber. Und dann wird das auch gleich seinen ersten Wettertest bekommen. Und je nachdem, wann jetzt die Hühnerklappe kommt, werde ich dann halt einfach schon mit der Inneneinrichtung anfangen. Aber das werde ich dann alles in ein Video packen, ne? Das lohnt ja nicht. Ich bin ja mal gespannt, wie das klappt. Also, ich will auch noch, kurz noch, ich habe hier noch von Dacharbeiten, machen wir ein bisschen Licht hier an, habe ich noch jede Menge Teerpappe liegen. Ich habe mir überlegt, ich werde so viel es geht, jetzt hier an der Gitterseite nicht, aber zumindest hier an der Seite, werde ich dann auch alles mit Teerpappe zumachen. Dann hat es auch einen, wie sagt man so schön, gleichmäßigen Look. Vielleicht mache ich hier oben auch noch was dran. Das dann zusätzlich, schaue ich mal, ne? Hab ja genug Teerpappe da. So. Oder hier nochmal, damit das noch ein bisschen wetterfester wird. Ja. So, warten wir jetzt, bis die Jungs kommen. Wir haben jetzt kurz nach eins. Ich habe gesagt, kommt zwischen eins und zwei vorbei. Und das wird ja höchstens 5 Minuten dauern. So schwer ist das Ding nicht. Nur wenn ich die Teerpappe jetzt drauf gemacht habe, da sind bestimmt nochmal 10, 20 Kilo drauf. Das Zeug ist nicht leicht. Also, bis gleich. So. Und genau pünktlich zur verabredeten Zeit fängt es gleich an zu plästern. Wollen wir hoffen, dass die Jungs erst um 14 Uhr kommen und der Regen bis dahin aufgehört hat. Ja, Leute, wie bestellt, ne? Wie bestellt. So, da sind wir. Jetzt tragen wir das Ding mal darüber. Und da leider der Kameramann fehlt, werde ich kurz die Stativkamera aufstellen. Ne? No, no, aho, ich sie. C'est pas lourd. Pour 4 personnes, c'est pas problem. Okay. So, ich habe jetzt leider das Mikro nicht dran. Ich weiß noch nicht, wie der Bildausschnitt ist. Aber wir werden jetzt die Hütte hier hinschleppen. Ne? Und dann da fixieren. Hoffentlich. So. Comme ça. En haut, le brique. D'accord. Tournez un peu. Oui. Ça va?
akzeptabel. Okay. Merci! La maison pour le poulet. Okay. Fertig! So, kann sich doch sehen lassen, ne? Schön hier im Schatten, damit es auch nicht zu heiß wird. So, Fundament hier, schön mit Brettern drauf. Das passt alles. Und ja, jetzt ist Inneneinrichtung und ich warte jetzt auf diese Klappe, ne? Die hier dran sollen, damit meine Ladies auch rein und raus gehen können. Und dann sind wir fertig. Ne? Ist alles hier schon. Zack, noch ein bisschen Teerpappe dran und dann ist das Thema durch, soweit. Schön. Mhm.